das ist das Selbstmörderauto schlechthin, auf dieses Leergewicht so viel So, ich würde mal sagen, wir klären erstmal Grundsätzliches. Und zwar schauen wir uns mal die ganzen Generationen des Golfs mal an. Das ist ja mittlerweile über 50 Jahre fast, dass der Kollege auf dem Markt ist. Und für uns ist der Golf immer so ein Auto gewesen, was solide ist, was auf der einen Seite auch sehr innovativ ist, aber trotzdem Sportlichkeit und Komfort verbindet. Ne? Und das war für mich einfach das A und O, weil ich bin wirklich mit dem Golf groß geworden. Mhm. Also wir hatten alles. Einser, Zweier, ich komme dann dazu, aber immer. Und es gab immer VW zusätzlich auch noch in unserer Familie. Und deswegen würde ich doch mal jetzt sagen, fangen wir doch einfach mal mit der Geschichte Golf an. Ja, ganz genau. MK1, ne? 1974, sprich das, was ich vorhin gesagt habe, über 50 Jahre ist nicht ganz richtig, aber fast 50 Jahre ist er auf dem Markt. Ne? Bis 1983 wurde der MK1 produziert. Jetzt müsst ihr euch mal festhalten. Ne? Er wurde ja als Nachfolger vom Käfer auf den Markt gebracht. 7 Millionen Mal wurde der Kollege verkauft. Genau. Und ganz zu Beginn war der Golf immer, wie du gerade schon gesagt hast, der kam nach Scirocco und Passat, war er das erste Modell, das quasi jetzt auch mit Frontmotor und Frontantrieb auf den Markt kam und damit was sehr Revolutionäres war. Ja. Wir haben, ich meine, heute spricht man darüber, dass es total bescheuert ist, dass BMW von Heckantrieb auf einen billigen Frontantrieb wechselt. Genau. Und damals war das was Revolutionäres. Oh, genau. Und dazu kam einfach dieses Konzept dieses Golfs. Ich vergleiche das so ein bisschen wie den Apple der 70er Jahre. Mhm. Das war kühl, klar, sachlich, funktional. Mhm. Und dazu zählte auch ganz klare Linien, sehr große Fensterflächen, eine riesengroße Heckklappe und umlegbare Rückbank. Damit hat VW damals Werbung gemacht und das war auch wirklich das, was den Wagen einfach ausgemacht hat. Ein wirklich klarer, aufs wichtigste reduzierter Volkswagen. Ja, genau, du sagst es. Und vor allem auch bis heute eine absolute Ikone. Ne? Richtig. Wörthersee-Treffen, Fans gibt's ohne Ende. Du sagst es, genau, und du sagst es gerade, Wörthersee und VW war auch immer auf der einen Seite dieses Volkswagen, auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen dieser sportliche Underdog. Böse Porsche-Fahrer zum Beispiel sagen heute dann wieder immer, ist der Porsche des kleinen Mannes. Aber gerade diese Sportversion finde ich so schön, weil sie sehr unterspielen. Mhm. Und damals, auch das war wieder eine Revolution, als der erste Golf GTI auf den Markt kam, mit seinen 110 PS, haben alle gesagt, ey, seid ihr denn wahnsinnig? Das war wirklich, das ging durch alle Pressen, das ist das Selbstmörderauto schlechthin. Auf dieses Leergewicht so viel Ich würde mal sagen, wir machen mit MK2 weiter, dem Golf 2. Der wurde von 1983 bis 1991 produziert und davon gab es dann insgesamt auch 6,3 Millionen Stück. Ganz genau. Golf 2, für mich auch so was sehr Emotionales, weil wir in der Familie mehrere hatten, einen normalen Golf 2, auf dem habe ich nach dem Führerschein fahren gelernt, beziehungsweise nicht fahren gelernt, sondern meine Oma hatte noch einen und parallel dazu hatten meine Eltern auch kurze Zeit einen G60 Golf 2 und so hatte ich die absolute Spreizung zwischen 55 PS CL Basis und 160 PS G-Modell, also G-Lader. Und der Golf 2 war einfach ein super Auto. Er war trotz seiner nur 4 Meter, hatte unheimlich viel Platz, war der erste, der einen geregelten Katalysator drin hatte, der ABS drin hatte, setzte dieses, was man in dem ersten Modell angefangen hatte, mit dem 1er konsequent einfach weiter. Und ich finde ihn auch bis heute, neben dem 4er, aber dazu kommen wir dann noch, einen den schönsten, klarsten Golfs auch vom Design. Okay.
Dann Generation Nummer 3, wurde zwischen 91 und 97 produziert. Da ist es von den Verkaufszahlen etwas zurückgegangen. Da waren wir jetzt bei 4,8 Millionen. Das ist immer noch gut, ne? Aber es ist noch ein bisschen weniger als 1 und 2. Golf 3. In der Golf-Historie an sich auch wieder ein absoluter Meilenstein. Designmäßig, ich finde den krassesten Sprung im Cockpit. Mir gefällt beim Golf 3 das Cockpit unheimlich gut, weil das auch zum ersten Mal schon so ein bisschen zum Fahrer geneigt war. Er hatte das auch so ein bisschen Lüftung und Radio umgedreht. Das hat diese runden genau, Drehschalter gehabt. Es sah, halt sehr, es sah sehr, sehr, sehr gut aus. Und dazu kam, die Karosserie wurde deutlich sicherer. Es gab zum ersten Mal Front-Airbags, später dann auch Seiten-Airbags. Und VW hat natürlich auch die Performance-Angebote auch nach oben weiter ausgebaut. Auf der einen Seite gab es auch die TDI-Motoren, die wirklich damit auch angefangen haben, den Diesel auch wirklich sportlich zu machen. Und dann natürlich, und das war in der Klasse der absolute Sensationsbringer, die VR6. Ja, guten Morgen, genau. Und VR6, auch damals auch VR6, damit sie das in diese Golfklasse, einen V6 reinkriegen, haben sie halt einen VR entwickelt, der natürlich viel kompakter baut und damit gleichzeitig aber auch ein ganz eigenes Klangbild hat. Ja, aber trotzdem so ein bisschen das Gefühl von einem reinen Sechszylinder hat, ne? Also ganz, das ist halt geil. Ganz genau. Und natürlich, das haben wir jetzt beim Zweier noch vergessen, es gab auch wieder Allradmodelle, wie auch beim Zweier Golf noch, den haben wir ganz vergessen, noch den Rallye. Den kennt ihr ja aus dem Wörthersee-Video. Und selbst da hat VW den Aufwand betrieben. Der 2.8er VR6 war ein Frontantrieb mit 174 PS und der Synchro, der Allrad, war ein 2,9 Liter VR6 mit 192 PS. Davon hatte meine Mutter auch einen und ich muss dir sagen, das war damals die absolute Geheimwaffe. Ja. Dieses Ding hat angeschoben wie Hölle, hatte immer Traktion und immer, wenn ich auf der Autobahn war, habe ich mich totgelacht, weil sich E36er die Zähne an ihm ausgebissen haben. So ein richtiger Wolf im Schafspelz eigentlich. Richtig. Ne? Also das war wirklich auch der Synchro, weil der einfach durch den Mehrhubraum und die Mehrleistung, die gingen fast gleich. Oben raus ging der Synchro noch ein bisschen besser. Die haben zwar gesoffen wie ein Loch, aber scheiß drauf, das Ding ging wie Hölle. Ja. War damals auch die absolute Sensation. Sowas gab es im Kleinwagensegment gar nicht. Gar nicht. Trotzdem muss man sagen, Golf 3 ist so ein bisschen schwierig. Man sieht es ja heutzutage gar nicht mehr so viel. Richtig, genau. Ne? So habe ich ja ganz vergessen. Ja. Genau, so. Das Riesenproblem. Das Problem am Golf 3 war nur, man hat den Rotstift angesetzt. Und bei der Rostvorsorge wurde übelst Schindluder betrieben. Ja. Und so vergammeln diese Dinger vor allem an den Schwellern und an den Radläufen, die faulen wirklich weg. Und deswegen sieht man heute auch so gut wie gar nicht mehr. Du siehst keine Golf 3 mehr. Du siehst noch ein bisschen Golf Cabrios. Ich weiß nicht, ob das damals zusammenhing, dass die teilweise auch in Osnabrück bei Karmann auch vom Band liefen. Aber trauriges Ende. Ja, leider. Dann Generation Nummer 4, die wurde zwischen 1997 und 2003 gebaut und davon ist der Sprung wieder ein bisschen hochgegangen auf 5 Millionen verkaufte Einheiten. Golf 4, eine Riesengeschichte für sich. Das weil, ist auch dein Lieblingsgolf, ja, oder? Weil er in gewisser Weise dieses klare Konzept, das so ein bisschen beim Dreier vor allem verloren ging, finde ich sehr konsequent wiedergeholt habe. Vor allem auch die hinten die C-Säule, dieses V, das ist beim Golf 4 wirklich ganz klar wieder umgesetzt worden. Das war ja nur das eine. Auf der anderen Seite, lasergeschweißte Karosserie, die wurde auch nochmal viel steifer. Die Sicherheit hat sich um ein Vielfaches nochmal erhöht. Du hattest automatisch Ablende, Innenspiegel, du hattest natürlich 4Motion Allradantrieb, du hattest Front, Seiten und sonst noch was, Airbags, ESP wurde dann nicht gleich... Einen tiefer gelegten Golf. Da ist noch einer. Im Süden, ne, da ist ja, ja auch weniger genau. Salz. Ne? Dann ESP wurde zum Serienstandard in der Klasse. Und
dann hat VW ja wirklich motorentechnisch ein Sammelsurium von extrem vielen Motoren rausgehauen. Mhm. Also neben einem 1,4er Sauger, 1,6er Sauger, 1,8er Turbo, 2,3er Fünfzylinder, erst mit 150, dann mit 170 PS später in der zweiten Überarbeitungsgeneration der Motoren. Dann ein V6 mit 204 PS, der so gesehen den VR6 so ein bisschen abgelöst hatte und sie dann ja noch die aufgebohrte Variante davon als R32 ja noch rausgebracht haben. Genau. Dazu die ganzen Turbodiesel, die sie dann auch zum ersten Mal als Pumpedüse umgestellt haben, die den Diesel nochmal revolutioniert haben. Während alle auf Common Rail da schon teilweise gegangen sind, hat VW bewusst auf Pumpedüse gesetzt, was beim Vierer leider auch war. In diesem ganzen Motoren- und Ausstattungswahnsinn ist die Marke GTI zu einer Ausstattungslinie verkommen. So, stimmt, ja. Das heißt, du konntest ein TDI auch als GTI haben. Das heißt, der GTI hatte dann diese Sportsitze und diese überall GTI-Akzente, aber es war kein GTI. Also, es gab einfach viel zu viel GTI-Sachen. Mhm. Das ist schade, weil gerade beim Vierer gab es ja auch den Edition 25 mit den 132 kW, der heute als sehr gefragt ist. Das heißt, es gab wirklich, wirklich ein schönes GTI-Modell. Fahrdynamisch ein super Teil, optisch ein super Ding und motorentechnisch auch wirklich Wahnsinn. Und deswegen fasziniert mich dieser Golf in allen Belangen so unheimlich. Das Cockpit, das war so das Einzige, das fand ich ein bisschen brav. Da fand ich im direkten Vergleich sogar den Dreier fast schöner. Ja. Aber er setzte dieses cleane fort. Wir machen mit Wahnsinn weiter und dann kommen wir zum Golf 5. Der wurde zwischen 2003 und 2008 gebaut. Davon gibt es insgesamt 3,4 Millionen. Und also für mich, Dion, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich glaube ähnlich, ne? Also erstaunlich. Inzwischen, wenn du mit Leuten redest, gefällt der Golf 5 sehr vielen gut. Ich kann mich wieder von vorne, Seite und erst recht von hinten mit diesem riesen Rückleuchten, kann ich mich mit diesem Fahrzeug nicht anfreunden. Er gefällt mir überhaupt nicht. Also das ist für mich der krasseste Bruch in der Designsprache. Das Einzige, was sie gut gemacht haben, sie haben sich wieder auf ihre Kernwerte konzentriert. Ja. Mit dem Fünfer war es jetzt zum ersten Mal so, dass es nur diesen 2 Liter TSI mit 200 PS nur als GTI gab. Mhm. Und das fand ich was sehr Schönes, weil man damit wieder dieses Gen GTI nur in einem einzigen Modell nur wieder zusammen konzentriert hat. Mhm. Und das fand ich eigentlich das einzig Schöne am Golf 5, dass der Golf wieder zu seinen Kernwerten marketingtechnisch zurückgekehrt ist. Genau. Und danach gab es ja noch den Golf R32. Den fand ich aber ein bisschen schade. Auch da haben wir ja mal das Vergleichsvideo mit dem 4er und dem 7er GTI gemacht. Der 5er Golf R32 wiegt über 100 Kilo mehr und war vom Leistungsgewicht schlechter als der 4er. Ja. Deswegen ist für mich dieser 5er R32, auch wenn den viele mögen, So, dann zum Golf 6. Der wurde zwischen 2008 und 2012 gebaut. Und für mich ganz ehrlich, der Schritt dann zum Golf 6 war dann einfach viel, viel schöner. Also ich habe mir den, das ist einer der Golfe, die mir am besten gefallen haben zu ihrer Zeit. Und von denen gab es tatsächlich nur 2,8 Millionen Fahrzeuge. Ist wahrscheinlich auch daran geschuldet, dass er halt sehr kurz gebaut wurde. Genau, ein Jahr kürzer als der 5er. Und streng genommen ist der Golf 6 ein Facelift des Golf 5. Aber für mich, den 8er jetzt mal hier außen vor gelassen, der beste, qualitativ hochwertigste Golf, der jemals gebaut wurde. Es war wieder eine weitere Steigerung in der Sattigkeit, in der Steifigkeit, in der Verarbeitung, in der Schwere des Autos. Wahnsinn. Der größte Bruch war mit dem Modell. VW hat damit den Sechszylinder aus dem Golf für immer verbannt. Denn im Golf 6R kam zum ersten Mal ein 2 Liter Vierzylinder TFSI
zum Einsatz mit 270 PS. Der Motor ist super und das ist auch alles brutal. Den siehst du fast gar nicht. Das wollte ich gerade sagen, du siehst den Golf 6 als R überhaupt nicht. Ist ein total gefragtes, also wenn du mich fragst, ein total gefragtes Auto, den in schwarz, mit schwarzen Felgen, sieht nach wie vor sehr understated aus. Der, der ihn erkennt, erkennt ihn aber sofort mit diesen zwei Abgasrohren hinten. Fährt Kreise um den 5er R32, du hast nur nicht mehr diesen Sechszylinder. Genau, performancemäßig war es aber ein Schritt, weil auch der 5er R in allen Vergleichstests mehr oder weniger gegen gleich starke Konkurrenz dann das Nachsehen hatte, weil er einfach zu schwer auf der Vorderachse war. Okay. Deswegen war dieser Schritt irgendwo auch konsequent, wirtschaftlicher zu werden. Ja. Seit diesem Moment gibt es keinen Sechszylinder mehr. Und jetzt schließlich noch Generation Nummer 7, gab es jetzt zwischen 2012 und 2019 insgesamt 6 Millionen Mal verkauft, der Golf 7. War ein Riesensprung für VW, weil er zum ersten Mal die MQB-Plattform nutzte, damit bis zu 100 Kilo leichter wurde. Und das auf der anderen Seite, was ja eigentlich ein Fortschritt ist, war für mich aber gleichzeitig auch ein riesengroßer Bruch mit der typischen VW-ID, die von Jahr zu Jahr satter, schwerer und immer das war, was den VW für mich auch immer an die Spitze seiner Klasse gesetzt hat. Ja. Und auf erste Mal war der Wagen leichter als der Vorgänger. Ich fand ihn bei weitem nicht mehr so satt gedämmt. Ich fand ihn auch wenn das vielleicht viele jetzt anders sehen, verarbeitungsmäßig und qualitativ nicht so hochwertig wie den 6er. Es war der erste, das war ein Golf GTI Performance, den ich als erstes hatte als 7er, ganz früher. Das war der erste Testwagen, der geknarzt hat. Ich war enttäuscht, nicht optisch und das, was er so alles hatte und auch Ausstattung und sonst noch was, Fahrdynam, alles gut. Er war nur zum ersten Mal ein Bruch für mich, dass ich ihn zumindest gefühlt, so wie er sich fährt, nicht mehr eine Evolutionsstufe oder eine Nachfolgegeneration eines Golfes war. Okay. So, das wandelnde Lexikon im Bereich VW hat wieder zugeschlagen, meine Damen und Herren. Also, hat es ein bisschen länger gedauert, klar, aber sehr spannend. Sehr spannend. Wir haben nur alles angerissen. Genau. Klar. Und jetzt würde ich mal sagen, machen wir mit der aktuellen Generation weiter dem Golf 8. Du hast ja gesagt, der Golf 7 hat nicht mehr diese Sättigkeit gehabt wie der Golf 6. Und da muss ich euch sagen, sorry Dion, ich nehme das vorne weg. Bitte. Du hast die Sättigkeit hier voll wieder da. Ne? Der Wagen liegt sehr solide auf der Straße. Schwer, ruhig. Genau das, was du gesagt hast, was man von einem Golf eigentlich erwartet. Ne? Und streng genommen erleben wir so ein bisschen ein Déjà-vu, dem Wechsel vom 5er zum 6er, wie hier vom 7er zum 8er. Ja. Denn letzten Endes ist der 8er ja auch nur eine sehr krasse Evolution des 7ers. Ja. Aber sie haben jetzt wieder, wie auch immer, nicht ganz so krass wie der 5er zum 6er, aber sie haben diese Schwere, dieses sattere Gefühl wieder initiiert. Und das mag ich unheimlich, sowohl vom Gefühl selber, als auch wenn du den Wagen fährst, wenn er über Unebenheiten fährt, wenn du durch Dullen fährst, wenn du, das war beim anderen alles etwas hellhöriger. Richtig, genau. Jetzt ist es wieder, einfach satter. Ich finde einfach, diese Kombination aus Sportlichkeit und Komfort wirklich super. Also du kannst schnell fahren, du hast eine Tonne an Grip, das Fahrwerk ist, genau wie du gesagt hast, dämpft gut, trotzdem du lenkst ein, boom, schnell, Lenkung auch, schönes Gefühl für die Lenkung, direkt, vor allem was ich total geil finde, was du ja eigentlich eher nicht so schön findest, dieses Teigige um den Nullpunkt ist jetzt komplett weg, sprich das ist unglaublich sportlich, was hier beim Golf ist. Richtig, aber es ist nicht so, dass er trotzdem den da macht, also es ist fahrdynamisch agiler geworden, ohne seine Souveränität zu verlassen. Genau. So Leute, falls ihr immer noch Fragen habt, dann schreibt einfach hier unten in die Kommentare, was ihr von Leon noch wissen wollt zum Thema Golf. Und dann sage ich Dankeschön fürs Zusehen. Liken und abonnieren nicht vergessen, Glocke bimmeln und ciao! Pam!